Ja, schön. Ja, jetzt machen wir es uns ein bisschen gemütlich. Sehr schön. Hast du was? Ja. Unglaublich positive Ausstrahlung von innen heraus. Dieses lachende Herz einfach. Das hat heute gepasst. Bist du eigentlich jemand, der also schnell eine Entscheidung trifft, oder bist du verkopft oder machst du einfach immer? Ich bin ein ziemlicher Gefühlsmensch. Also ich entscheide sehr, sehr schnell nach Bauchgefühl, intuitiv. Weil das Leben spielt nie so, wie du denkst, und es passieren so viele neue Dinge manchmal. Du musst es einfach laufen lassen. Ja. Und willst du sagen, bist du auch so? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich mache mir nicht so viele Gedanken, ich mache einfach dann immer. Ja, das hört sich gut an. Ja. Du bist schon eine Macherin, ha? Huh? Ja, vielleicht. Ja? Ja? Hört sich immer schwer danach an. Ja, du doch auch. Ja. Man merkt, dass die Gespräche eigentlich jetzt tiefgründiger gehen und man halt auch wirklich guckt, kann ich mir mit ihm eine Partnerschaft vorstellen? Ja. Das hat heute einfach geknistert. Also heute, da lief's einfach. Alles, was du so sagst, hört sich auf jeden Fall wirklich sehr gut an. Und ich mach auch sehr gern. Der erste Kuss heute wieder, der war unglaublich schön. Ich hatte da schon ziemlich Sehnsucht auch wieder nach ihr und wir haben uns fast aufgefressen. Das habe ich schon ein bisschen vermisst. Mit mir oder generell? Nein, nein, mit dir natürlich. Und ich bin heute so um einiges entspannter. Ja, voll. Ich lass mich auch fallen, ne? Obwohl es mir schwerfällt. Lass dich fallen. Die Anziehung ist auf jeden Fall da, sich zu verlieben. Wenn du mich da so anschaust, das macht mich wahnsinnig. Wirklich, das ist unfassbar. Und diesen stahlblauen Augen, das macht mich verrückt. Ja, was soll ich sagen? Gar nichts. Da bleibt die Zeit mal kurz stehen. In die blauen Augen kann man sich auch verlieben. Es war wirklich ein ganz toller Tag. Fand ich auch. Es war locker, leicht, zwischendurch mal wieder ein Kuss und besser hätte es nicht laufen können. Danke für den tollen Tag. Ich merke, dass sich die Schutzmauer, ja, dass die gefallen ist. Ich lasse mich auf die Reise ein und möchte auch Emotionen zulassen. Ja. Hey, you tapped on a box of blue American spears at anyway cafe. A little long. Die Frau. Die macht mich wahnsinnig. Katja fängt da so ein bisschen an, meine Mauer einzureißen. Ist es halt, merkt man schon, dass da was ist, auf jeden Fall. Oh, wie genial war das gerade, bitte, ey. Aber das dachte ich halt von Anfang an. Das war jetzt nicht seit heute. Nach der Nacht der Rosen ist vor der Nacht der Rosen. Ihr wollt wissen, wie es nach der Nacht der Rosen weitergeht? Dann schaut hier auf RTL Plus. Ihr wollt keine Rosen-News verpassen? Dann vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren. Für weitere Einblicke in die Bachelorwelt, klickt hier.